Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja Leute, ich bin heute wieder auf Tour und auch nicht alleine. Bei mir ist der Achim. Hallo Leute. Das ist der Achim, ist ein Zuschauer, der hat keinen eigenen Kanal. Der war schon mal mit uns auf Tour gewesen, wo wir in Duisburg und in Mülheim waren. Wir fahren heute zu den Modelleisenbahnfreunden nach Gelsenkirchen. Dort ist eine Clubanlage, die haben heute Tag der offenen Tür. Und da wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Wenn ich da bin, werde ich euch sicherlich die ein oder anderen Eindrücke da zeigen. Ich hoffe, das ist gut und alles Weitere, ja, werden wir sehen. Ich sag mal, bis gleich. So, das ist das Steuersystem. Mit was steuern Sie, wenn ich fragen darf? Railroad und Co. Ah, okay. Und wie viele Züge können gleichzeitig fahren? Ich sag mal maximal 5, 6, weil so viele Blockstellen, die sonst nicht vorhanden sind. Mhm. Aber das ist ja schon eine Menge. Ups, da ist was passiert. Thank you.
1,5 Grad. Ja, habe ich nicht.
Dankeschön. 60. Die Lautstärken, die kann man noch individuell einstellen. Die V100 haben wir heute erst bekommen. Von daher ist die noch nicht so dem Raum angepasst. Ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr hier gefallen. Das sind ganz nette Leute. Also ich kann nur empfehlen, sollte hier nochmal Tag der offenen Tür sein, dass ihr mal hier selber vorbeischaut. Die Adresse von dem Verein oder zumindest den Namen des Vereins blende ich natürlich ein. Falls da jemand Interesse hat, sich näher mal mit dem Verein zu beschäftigen oder mal in Kontakt zu treten, findet ihr natürlich dann gegebenenfalls den Link in der Beschreibung oder zumindest eine Info noch in diesem Video. Ja, Leute, das war's. Wie gesagt, hoffe, hat euch gefallen. Schaltet bald wieder ein. Bis bald, euer Dortmunder Junge.